Starke Frauen braucht das Land. Sie setzen sich ein für Familien, Gleichberechtigung, Bildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Dieser Tage waren die SPÖ-Frauen aus dem Team rund um Gabi Burgstaller in Stadt und Land unterwegs, um ihr Wahlprogramm vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen. In der Stadt Salzburg trafen wir die aktiven SPÖ-Frauen am Hanuschplatz. Die direkte Begegnung mit der Bevölkerung ist und bleibt die beste Möglichkeit, auf ihre Ziele und Vorhaben aufmerksam zu machen. Wir machen natürlich Wahlkampf. Die SPÖ-Frauen beteiligen sich ja ganz aktiv am Wahlkampf für den 5. Mai, für die Landtagswahlen. Auch wenn das Wetter nicht gerade so toll ist, versuchen wir, die Salzburgerinnen und Salzburger zu überzeugen, dass die beste Wahl Gabi Burgstaller und ihr Team ist. Wichtig ist natürlich auch, dass die Leute überhaupt zur Wahl gehen, nehme ich an. Natürlich, die Wahlbeteiligung ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Viele Leute sind auch verunsichert aufgrund der Dinge, die eben passiert sind. Und wir versuchen einfach Vertrauen wiederherzustellen und so die Leute zu motivieren, doch zur Wahl zu gehen. Gabi Burgstaller ist diejenige, die gesagt hat, ich laufe nicht davon, ich stelle mich den Dingen, ich bin für die Aufarbeitung, ich mache alles, dass die Salzburgerinnen und Salzburger kein Defizit erleiden. Und ich denke, sie ist diejenige, die hier die Feder in die Hand genommen hat und einfach die führende Kraft bei der Aufklärung ist und auch diejenige, die bereits die konkreten Konzepte für die Zukunft hat. Mein Name ist Niki Solatz, ich bin Landtagsabgeordnete für die SPÖ und zuständig für Jugend und Technologie. Wir machen heute eine Verteilaktion hier am Hanuschplatz, weil wir darauf aufmerksam machen, dass die Gabi Burgstaller in den letzten Jahren einfach sehr viel für Frauen erreicht hat und weil es einfach die kommenden 5 Jahre auch so sein soll. Also ganz ein großes Thema bei uns ist einfach das Gerechtigkeitsthema. Ich spreche jetzt konkret den Frauenbereich an, weil wir eben heute auch eine Frauenaktion haben. Und zwar, dass einfach Frauen in Salzburg gleichberechtigt mit Männern leben können. Also in allen Lebensbereichen, sei es jetzt in der Arbeitswelt, sei es in der Bildungspolitik, sei es aber auch in der Familienpolitik. Also einfach ein gleichberechtigtes Nebeneinander. Im Zentrum von Bischofshofen verteilten die SPÖ-Frauen ebenso kleine Geschenke und machten an kleinen Stationen auf die Bedürfnisse der Frauen im Land Salzburg aufmerksam. Manch gutes Gespräch konnte sozusagen von Frau zu Frau geführt werden. Natürlich Unterstützung für die Frauen, besonders die in den Regionen auch wollen. Die wollen wir mit unseren Ideen einfach im Alltag unterstützen, entlasten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wie begegnen Ihnen die Menschen hier? Wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, sehr, sehr freundlich. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach mit den Menschen reden. Dann kann man ihnen auch bestimmte Dinge erklären und ich glaube, das ist das Wichtigste. Arbeitsplätze natürlich, finanzielle Absicherung, dadurch auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für mich auch immer noch ganz wichtig, partnerschaftliche Teilung von der unbezahlten Arbeit. Ich war zuerst Gemeindevertreterin in Radstadt seit 2002 und seit 2004 bin ich eben im Landtag. Wo liegen Ihre Stärken? Meine Stärken ist eben, dass ich sehr, sehr gern mit Menschen arbeite, mit Menschen ins Gespräch komme, aber auch komplizierte Dinge leicht erklären kann, dass ich Ideen habe und Vorstellungen, wie ich mir die Zukunft vorstelle und das einfach gemeinsam mit den Menschen hier umsetzen möchte. Mein Wunsch wäre einfach, dass man auch die Arbeit der letzten 9 Jahre mit berücksichtigt, was da im Prinzip auch vieles positiv passiert ist, dass man genau weiß, wir haben aus unseren Fehlern Lehren gezogen und wir werden alles tun, dass sowas nicht mehr passieren kann und dass das alles so schnell wie möglich auch wieder aufgearbeitet wird. Ich glaube einfach, dass wir noch ein Rollenverständnis haben, das noch nicht so ganz ins 21. Jahrhundert gibt, dass es einfach immer noch bestimmte Zuschreibungen von Arbeiten, aber auch von Eigenschaften zu Frauen gibt, das einfach nicht der Realität entspricht. Und wir wollen einfach mit dem Abschießen einladen, auch über das nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Sie sind in Bongau aktiv. Sind Sie da die einzige Frau? Ja, ich bin aktuell die einzige Kandidatin wieder an wählbarer Stelle. Also alle anderen Parteien haben nur Männer aufgestellt. Gestärkt durch diese positiven Begegnungen an beiden Standorten schreitet das Frauenteam von Landeshauptfrau Gabi Burgstaller dem Wahlsonntag nächste Woche entgegen.